Die Fahrt beginnt bei sehr schlechtem Wetter. Grauer Himmel und Regen, das typische Märzwetter eben. Es ist Karfreitag. Viel Betrieb auf der Autobahn Richtung Süden bei sehr schlechter Sicht. Also Fuß vom Gas und mittreiben lassen. Auf französischen Autobahnen muss Maut bezahlt werden. Um nicht jedes Mal eine Karte aus dem Automat zu ziehen oder nach Geld zu suchen, wurde die Bip-and-Go-Box installiert. Die Box sendet eine Kennung aus und schon geht's weiter ohne Zeitverlust. Am Ende des Monats bekommt man bequem die Rechnung nach Hause und gut ist. Das ist sehr komfortabel und ohne großen Aufwand. Nach 750 Kilometern nähern sich die beiden ihrem ersten Ziel, dem Pont de Gardes. Es ist früher Ostersamstag und der Parking ist noch fast leer. Sonnenschein über Berg und Tal an diesem Morgen. Ein Lageplan zeigt, wo man sich befindet. Der Eintritt zu der Brücke ist gratis, aber dafür kosten die Gebühr für das Parken fast 20 Euro. Aber egal, Kultur kostet eben. Ein kleiner Fußmarsch auf gepflasterten Wegen von circa 10 Minuten und das römische Bauwerk ist zu bestaunen. Die Sonne steht optimal am Morgen, um den Aquädukt zu fotografieren. Der Pont du Gard ist eines der am besten erhaltenen römischen Bauwerke in ganz Europa. Prachtvoll, imposant, geradezu genial. Dabei ist der Pont du Gard nichts weiter als Teil einer Wasserleitung, die über den Fluss Gard führt und damals die Stadt Nimes mit frischem Trinkwasser von den Quellen bei Uzes versorgte. Pont du Gard bedeutet übersetzt Gardbrücke. Er hat eine Gesamthöhe von 49 Metern und eine Länge von 275 Metern. Er besteht aus drei Arkadenreihen. Zwei imposante und eine geradezu zierlich wirkende oberste Bogenreihe, die den Wasserkanal trägt. Das gesamte Bauwerk wurde in einer typisch römischen Quadersteinbauweise errichtet, wobei die Quadersteine so passgenau zugeschnitten wurden, dass sie ohne Mörtel aufeinandergesetzt werden konnten. Der gegenseitige Druck hielt sie zusammen. Der Fluss Gard wird heutzutage meist Gardon genannt. Von ihm leitet sich auch der Name des Departements ab. Drei Jahre lang sollen über 1000 Menschen an dem Aquädukt gebaut haben, bis es im 1. Jahrhundert nach Christus fertiggestellt war. Der Pont du Gard war Teil einer Wasserleitung, welche die Römer über eine Länge von ungefähr 50 Kilometern zwischen den heutigen Städten Uzes und Nimes errichtet haben, um Quellwasser zur Stadt Nimes zu transportieren. Die beiden Städte lagen nur 20 Kilometer Luftlinie auseinander, aber die Leitungen mussten einige Hindernisse wie Hügel und Täler überwinden, sodass sie mehr als das Doppelte an Wegstrecke zurücklegen mussten. Der Höhenunterschied zwischen der Quelle und der Stadt Nimes betrug gerade mal 17 Meter. Das ergibt ein Gefälle von 34 Zentimetern pro Kilometer. Und hier liegt die Genialität des gesamten Bauwerks. Über die Gesamtlänge von 50 Kilometern wurde dieses geringe Gefälle exakt eingehalten und umgesetzt. Dabei wurden Berge umgangen oder mit Tunneln durchbohrt und Flusstäler mit Brücken überwunden, ohne dabei von der geringen Neigung abzuweichen. Die Wasserleitung transportierte täglich um die 20.000 Liter Wasser zu ihrem Zielort. Die Brücke wurde bereits 1985 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. In der Zwischenzeit ist es 11 Uhr geworden. So langsam erwacht der Ort und die Besucher kommen.
Trotz der vielen Besucher tagtäglich haben Vögel hier am Fluss ihr Zuhause gefunden. Ob Möwe, Spatz oder Reiher, jeder findet einen geschützten Lebensraum an dem Wasserlauf der Gardons.